Hallo zusammen und willkommen bei Whisky Space. Ja, heute ist für mich ein ganz besonderer Moment gekommen. Und zwar werde ich eine längere Pause machen, das sage ich gleich vorweg, damit ihr Bescheid wisst. Und zu diesem Anlass habe ich mir gedacht, was könnte besser passen als ein, ein kleines Abschiedsvideo, weil ich noch nicht weiß, wie lange die Pause dauern wird. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich mache mein Barfach 2023. Ja, also ich habe auf jeden Fall vor, wieder zurückzukommen, das muss ich gleich dazu sagen. Nur ist momentan so viel bei mir los, also gerade berufliche Neuorientierung und Studium und so weiter, und das fordert wirklich sehr, sehr viel von mir momentan. Dann ist auch ein neues Theaterstück in Planung, wo ich mich jetzt reinknien muss. Das ist für den ganzen Sommer geplant, ganz Oberfranken. Und ja, da bleibt einfach wenig Zeit oder eigentlich gar keine Zeit momentan, mich jetzt da groß auf Whisky-Tasting-Videos zu konzentrieren, was ich sehr schade finde, aber es ist nun mal so. Und deshalb werde ich jetzt da erstmal eine Pause machen und ich weiß nicht, wie lange das dauert. Aber ich wünsche mir natürlich, dass ich wieder zurückkomme. Und deshalb werde ich euch jetzt mal meine Whiskys noch vorstellen, die ich euch noch nicht vorgestellt habe, die ich dann in Zukunft hoffentlich noch vor der Kamera mit euch zusammen verkosten kann. Okay, so viel zu diesem Thema. Fangen wir doch einfach mal an mit dem ersten Whisky. So, auf der rechten Seite haben wir einen Bonner Heaven. Den Tochach Aga, ein rauchiger Whisky, den wollte ich mir mal holen, weil er auch preislich echt noch erschwinglich war. Ich glaube, der hat so 45 Euro oder sowas gekostet oder 46, ich weiß gar nicht, wie viel der momentan gekostet hat. Den habe ich auch noch nicht geöffnet. Also ich muss sagen, ich habe einige von diesen Flaschen schon im Video gehabt, das blende ich euch auch oben ein. Aber der ist jungfräulich, da ist noch nichts passiert. Der Bonner Heaven Tochach Aga, rauchig, was untypisch würde ich jetzt nicht sagen. Also bei Bonner Heaven gibt es ja oft die unabhängigen Abfüller und die machen eigentlich oft sehr rauchige Whiskys und die sind echt sehr lecker, aber das ist einer, der rauchig ist und aus der Corinth stammt. Bin gespannt, Bourbon und Sherry Anteil drin. So, Nummer Uno, dann geht's hier rüber. Wir gehen nach Österreich. Das wird den lieben Michael freuen, den Whisky-Nerd. Viele Grüße an dich an der Stelle. Und auch der Ronny, der auch diese Destille sehr mag. Der Old Raven Black. Den musste ich mir unbedingt holen. Das war, glaube ich, sogar das Batch 1. Sehr, sehr schöner Peated Austrian Whisky mit PX und Oloroso, glaube ich. Sehr, sehr schönes Teil. Da ging auch schon ein bisschen was weg. So sieht die Flasche aus. Ich weiß gar nicht, ob es dieses Batch 1 jetzt noch gibt. Es hatte 55,2 Volumenprozente. Auf jeden Fall, was ich da schon verkostet hatte, hat mich wirklich überzeugt. Wirklich lecker. Der Old Raven Black Edition. Triple Distilled Austrian Whisky. So. Okay. Gut, ich habe mein Kaffeechen hier eingeschenkt. Oh. Ah, gut. Dann gehen wir darüber. Ups, da fällt schon alles runter. Ja, da hatte ich, ich glaube, in meinem Top Herbst Whiskys ist der drin gewesen und ich hatte ein Video schon gemacht. Das ist der Voodoo Coven of Resurrection, der unabhängig abgefüllte Single Grain Whisky, 13 Jahre. Komplettreifung in Rotweinfässern, war auch die Farbe, die hat mich natürlich damals echt geflasht. Ein super Whisky und es gibt ihn noch. Also wer mal Single Grain eine Chance geben will und der auch eine schöne starke Fassreifung zu schätzen weiß,
kann ich den echt empfehlen. Der Voodoo Coming of Resurrection. Ich glaube, das war der unabhängige Abfüller. Boah. Wie hießen die? Brave New Spirits, glaube ich, war es, genau. So, daher. Gut. Dann gehen wir nach Irland. Den habe ich auch noch gar nicht so lange, aber der hat mich ein bisschen angesprochen, würde ich mal sagen. Der Teeling, da sieht man es so. Irish Whiskey, also ist ein Blend mit 46 Volumenprozente. Aber was ich bei dem spannend fand, dass der eine Reifung in Rosé-Fässern hatte. Und ja, das ist die Flasche. Bei Teeling scheiden sich ja immer ein bisschen die Geister, das muss man sagen. Ich finde es spannend, wie sie da diese ganzen verschiedenen Reifungen zusammenbringen mit was ich, verschiedenen Fassarten etc. pp. Das finde ich schon cool, aber preislich sind sie doch auch nicht so günstig. Ich weiß gar nicht, wie viel der gekostet hat, ich glaube 46, 47 Euro. Und sind oft Blends, gibt auch Single Malts. Und ja, ich würde mal sagen 50-50, 50% sind gut, 50% sind, naja, so lala. Der, kann ich schon mal sagen, der hat mich echt überzeugt. Was ich da schon im Glas hatte, war lecker. Teeling Whiskey Blended Irish Whiskey Rosé Wine Cask. Gut, machen wir mal blind. Klick. Genau, da können wir gleich zwei hochholen, weil es von der gleichen Destille kommt, das Ganze. Und zwar der Klassiker im neuen Gewand, der Talisker 10 Jahre. Da ging auch schon ordentlich was weg. Also es ist einer, sag ich mal, doch meiner liebsten Standard-Whiskys, die auch immer so knapp um die 30 Euro, manchmal sogar drunter zu kriegen. Also 45,8 Volumenprozente, wie typisch bei Talisker. Ich finde sogar, dass der neue noch ein bisschen mehr Rauch hat als der alte Talisker 10. Kann ich immer wieder empfehlen, der Talisker 10. Und Talisker ist eh eine meiner liebsten Destillen. Wenn ich momentan eine nach Loch Lomond auswählen müsste, von den Lieblingsdestillen wäre es wahrscheinlich Talisker. So, der 10er. So. Dann kommt gleich hinterher nochmal ein Talisker, und zwar die Distillers Edition Double Matured in Amoroso Cask Wood. Der, das ist noch die, oh Gott, steht das hier drauf, die Version von 2021. Der hatte noch eine Altersangabe, also knapp über 10 Jahre. Weil die heutigen neuen Abfüllungen, die Distillers Editions, die haben eben keine Altersangabe mehr, was ich sehr schade finde, aber es muss ja dem Geschmack keinen Abbruch tun. Da steht es Distill 2011, Bottle 2021. Das war auch noch so eine Flasche, die ein bisschen, ja, so eine grünliche Flasche ist, ist nicht komplett durchsichtig. So, der Talisker Distillers Edition, ein sehr, sehr leckerer Whisky. Amoroso, wer es nicht weiß, ist so eine Mischung aus Oloroso und PX Sherry. So, stellen wir ihn da hin. Mal schauen, ob man da noch alles hinbekommen. Wird heute ein bisschen schwer werden, weil ich rutsche mal ein bisschen rüber. Oh, sonst sieht man mich ja gar nicht mehr. Alright. Gut, gehen wir nach links. Diensten, 12 Jahre, auch ein schöner Standard, wer Ex-Bourbon-Reifungen mag, kann ich absolut empfehlen, ist auch preislich, ja, ich weiß gar nicht, wie teuer der jetzt ist, aber ich glaube, der ist auch noch relativ gut erschwinglich, ist ein sehr, sehr schöner Ex-Bourbon-Whisky und also mir schmeckt der sehr gut. Diensten ist eh eine Distille, die doch was kann, muss ich sagen, da wurde ja letztes Jahr, glaube ich, dieser Chronicles Whisky, der wurde ja so extrem hoch gelobt. Ich konnte ihn leider nicht bekommen, aber er war auch preislich doch, obwohl er ging eigentlich vom Preis, aber er muss super gewesen sein. Ich bin da leider zu spät gekommen. Auf jeden Fall hier der Diensten 12, ein wunderschöner Ex-Bourbon Standard Whisky aus den Highlands. So, flups, gut. Dann gehen wir nach rechts rüber.
Und zwar gehen wir mal in die USA. Und zwar zu Balcones. Der True Blue 100 Proof Straight Corn Whiskey, Original Texas Spirit. Der nennt sich übrigens auch gar nicht Whiskey, wahrscheinlich ist er noch nicht mal 3 Jahre alt. Das ist nämlich bei Balcones echt spannend. Ich habe hier mal den Single Malt Balcones, der war glaube ich auch gar nicht 3 Jahre, der hieß auch nur Spirit. Aber die haben durch diese Reifung, durch dieses Yard Aging, wo die quasi die Fässer einfach in den Hof stellen, ja, ich meine, bei der Hitze da in Texas, da wirkt das Destillat so krass mit dem Fass, also dass da eine super schnelle, geile Reifung entsteht. Und ja, also super. Also der Single Malt hat mir schon gefallen und der Straight Corn auch. Also das ist wirklich 100% nur mit Mais gemacht und auch noch ein blauer Mais, das ist so ein spezieller Mais, den die da in den USA auch haben und der ist eben aus blauem Mais, deswegen der True Blue 100 Proof, made from roasted blue corn, straight corn, spirit. Da, schauen wir mal davor. So, alrighty then. Nur mal einen Schluck. Next one. Jo, da muss ich sagen, das ist ein Whisky, der mich schon, ja, eigentlich jeden, der irgendwann mal mit Whisky was zu tun hatte, ist bei dem mal hängen geblieben oder hat den am Anfang mal probiert, weil es eigentlich der bekannteste Single Malt Whisky auf der Welt ist. Und ich wollte mir jetzt einfach mal eine Flasche holen nach Jahren. Ich hab da, glaube ich, noch nie eine komplette Flasche gehabt, aber ich konnte mich da auch gar nicht mehr daran erinnern, wie der geschmeckt hat, weil da war ich mit dem Whisky-Thema noch überhaupt noch nicht so drin. Und deshalb habe ich mir den jetzt mal geholt. Und zwar geht es um den Glenfiddich 12 Jahre. Habe schon ein bisschen genascht davon und ich muss wirklich dazu sagen, hat 40 Volumenprozente klar gefärbt, kühl filtriert. Aber den muss ich ganz ehrlich sagen, ist ein super süffiger, leckerer Whisky, den man immer wieder kaufen kann. Und den gibt es ja schon, was weiß ich, wie lange. Und ja, ich war erstmal so ohne Erwartungen, als ich ihn probiert habe. Aber dann echt, wow. Auch sehr süffig, gefährlich. Leckeres Teil, Glenfiddich, 12 Jahre. Dabei. Gut, gehen wir nach da vorne. Jo. Ja. Gehen wir nochmal in die USA und zwar nach Tennessee. Und da habe ich ein paar Schnäppchen gemacht, muss ich dazu sagen. Und zwar geht es um den Jack Daniels Tennessee Travelers Bold and Spicy Straight Tennessee Rye Whiskey mit 53,5 Volumenprozenten. Der kommt auch nur in einer 0,5er Flasche. Der kostet preislich so an die, ja, 30 € ungefähr die 0,5er Flasche. Aber es ist ein echt toller Rye Whisky, wer Rye mag. Also muss den unbedingt probieren. Ich habe da letztes Jahr, als ich im Urlaub war, in der Domrep am Duty Free stand, da gab es 2 zum Angebot. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie viel. Ich glaube 50 €. Ich glaube, ich habe 24 oder 25 € umgerechnet bezahlt für eine Flasche. Das war natürlich ein super Schnäppchen, aber auch für 30 € würde ich den jederzeit wiederholen, weil das wirklich ein Top-Rye-Whisky ist und auch eine schöne, gute Alkoholstärke hat. Also für Rye-Fans auf jeden Fall super geeignet. Good. Rüber. Gehen wir rüber. Jo, da haben wir was Schönes, was Großes und zwar eine Rarität. Ich weiß auch nicht, wann ich den aufmachen werde. Ich weiß auch gar nicht, ob es den überhaupt noch so gibt oder vielleicht dann auf dem Sekundärmarkt. Könnte schon sein, aber wahrscheinlich mittlerweile auch teuer. Und zwar ist es der Glenmorangie Nectador. Noch in dem alten Design und der hat ja auch noch eine Altersangabe mit 12 Jahren, das wurde ja dann leider auch eingestellt, wie es jetzt bei diesen Distillers Editions auch der Fall ist.
Ich hatte, muss ich dazu sagen, damals nur den normalen Nektardor, also den ohne Altersangabe, der hat mir auch schon gut gefallen. Deswegen bin ich dann doch gespannt, wenn ich den mal irgendwann aufmache. Aber da muss schon ein besonderer Moment kommen, dass ich den mal aufreißen werde. Der Glenmorangie im alten Gewand, Nektardor, 12 Jahre. Gereift, habe ich ja noch gar nicht gesagt, in Ex-Bourbon- und Sauternes-Fässern. Ja, so wird es ein Problem. Ich stelle ihn dahinter. Wir wissen ja, dass er da ist. So, alright. Gut, gehen wir hierher. Zu Old Pulteney, 15 Jahre. Da muss ich sagen, ich wurde ein bisschen angefixt. Ich bin ja auch ein bisschen so, was Farbe angeht, so ein kleiner Farbtrinker. Manchmal kann es too much sein, manchmal passt es aber auch ganz gut. Und die Farbe von dem ist halt wirklich brutal. Das schaut aus wie Coca-Cola. Ist vielleicht doch ein bisschen zu krass, aber ich fand es irgendwie geil. Deswegen habe ich mir den geholt, der Old Pulteney 15. Da muss man auch echt sagen, wenn du dir jetzt heute einen Old Pulteney 15 bestellt, heißt es noch lange nicht, dass der so eine Farbe hat, weil viele haben auch noch so einen helleren Ton. Also das ist da echt, ja, muss man schauen. Auf jeden Fall ist der gereift Ex-Bourbon und Spanish Oak. Viel habe ich noch nicht probiert, aber was ich probiert habe, war schon mal sehr, sehr lecker. Aber was ich auch sagen muss, es ist schon noch, was heißt noch, es ist an der Grenze, dass es ein bisschen too much ist. Aber er ist noch geil. Noch richtig geil. Ja, wenn es zu viel Sherry ist, dann hat man eigentlich nur noch Sherry und keinen Whisky mehr. Aber der macht es eigentlich schon gut, muss ich echt sagen. Der Old Pulteney, 15 Jahre. Ja, dann bleiben wir bei den 15-Jährigen. Da hatte ich ja schon ein Video von dem hier. Und zwar ist es der Highlander. Der Ball Blair, 15 Jahre, hat mich sehr begeistert. Ein wunderschöner Whisky. Auch bei dem muss man schauen, weil es da auch 15-Jährige gibt, die wesentlich heller sind und dann auch wahrscheinlich Batch-Unterschiede haben. Ich habe da einen dunklen erwischt und der war richtig, richtig lecker. Mit schönem Sherry, richtig alt gereift. Also auch richtig tolles Teil und auch das Flaschendesign, dieses Bauchige, ich finde das immer recht schön von Ball Blair. Der Ball Blair, 15 Jahre. So. Blups. Stellen wir den. Okay, hier hin. So. Oh, kommt noch einiges auf uns zu, sehe ich gerade. Gut. Gehen wir darüber. Das meiste ist da, ich muss jetzt ein bisschen mehr von da drüben holen. Der Tale of Winter, wieder ein Glenmorangie, gereift in Ex-Bourbon und Marsala Wine Cask Finish. Der kam ja, ich glaube, vorletztes Jahr im Winter raus, soweit ich weiß. Ein echt leckerer Whisky, hat glaube ich 13 Jahre. Da muss ich allerdings sagen, vom Gefühl her ist er für mich jünger gewesen. Aber Luft tut ihm auf jeden Fall gut und gerade zur kalten Jahreszeit ist das echt ein sehr, sehr schöner Tropfen. Der Glenmorangie A Tale of Winter. So, gut, gehen wir hier rüber. Boah, ich verschwind hier schon fast. So, einen Call Ila. Ich bin noch da. Hallo. Der Col Ila von Elements of Isla mit 50 Volumenprozenten gereift in einem Hogshead und drei Oloroso Sherry Butts. So sieht die aus, die Flasche. Hier diese typischen Elements of Isla Flaschen, ne? Ein bisschen so Laborfläschchenmäßig angehaucht. Ein toller, rauchiger Whisky mit schönem Sherry, also echt zu empfehlen. Ich glaube, den gibt es auch immer noch. Und der war preislich auch gar nicht so teuer, muss ich sagen. Dann bleiben wir auf der Insel Eila mit dem nächsten unabhängigen Abfüller. Und den gibt es immer, ja, ich glaube pro Jahr kommen da immer ein paar Batches oder so raus von dem. Und zwar ist, glaube ich, der von unabhängig, wie heißt der? Czech
Wiener Productions, bla 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 bla, Classic of Isla. Der war direkt selected and bottled for dein Whisky. Classic of Isla Whisky. Kann schon gar nicht mehr reden. 57,1 Volumenprozent. Ein wirklich sehr, sehr schöner, rauchiger, stark rauchiger Whisky. Also und auch wirklich starke Alkohol. Also Stärke, richtig krass. Und man kann davon ausgehen, dass es ein Lagavulin ist, weil er hat auch so dieses speckige, dieses Lagerfeuer rauchige, was ich immer typisch finde für Lagavulin. Der Classic of Isla. Bottled für dein Whisky. Die. Chuck. Gut, packen wir das mal rüber. Ich hoffe, ihr hört mich noch. So, und hier und da. Gut. Ja, dann ist eine neue Destille erschienen aus Neuseeland. Und da wollte ich mir einfach mal als eine Bottle holen, weil ich das manchmal ja spannend finde, so aus so, ja, nicht gerade Whisky-Ländern, wenn da was Neues rauskommt. Deshalb habe ich mir den gekauft. Und zwar ist es der Pokeno Aotearoa New Zealand Single Malt Whisky der Revelation, gereift in First Fill Bourbon und neuseeländischem Red Wine Barrels. Das hat mich irgendwie angefixt. Hat knapp 3 Jahre der Whisky, klar, schmeckt man schon auch, aber für das junge Alter muss ich echt sagen, hat der schon was. Hat eine schöne Süffigkeit, aber auch eine schöne Würze drin und auch der Rotwein kommt gut durch. So sieht die Flasche aus. Also muss ich sagen, ist für den Anfang echt gut. Ich glaube, da kamen am Anfang so 3 Abfüllungen raus. Eine aus dem Ex-Bourbon-Fass, der eine mit Sherry und eben der mit dem Rotwein. Und ich habe mich für den entschieden und wurde eigentlich nicht enttäuscht. Klar, der ist jetzt nicht super komplex, aber kann man schön mal mit Freunden zusammen genießen am Abend. Also dafür ist der wunderbar geeignet. Der Pokeno Whisky Revelation, die Offenbarung. So, dann muss ich hier mal rübergehen. Tschuck, 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 tschuck. So, was haben wir denn da noch? Ja, mein Scotch Whisky des Jahres, der darf natürlich auch nicht fehlen. Aus dem letzten Jahr, der Benromach Vintage 2012 Cask Strength Batch 01. Da ist er, wirklich ein Gedicht von Whisky. Ganz toll. Den Benromach muss ich allgemein noch wesentlich mehr probieren, weil die wirklich super lecker sind. Klar, aber das Design lässt sich streiten, aber mein Gott, entscheidend ist der Inhalt und der war wirklich überragend lecker. Hatte auch 60,2 Volumenprozent. Ein bisschen Wasser tut ihm auch gut. Ohne ist es schon, also muss man Alkohol schon mögen, muss ich sagen. So, dann stellen wir hier hin. Oder warte mal, da vorne vielleicht. Yes, gut. Bin auch da. Perfekt. Alrighty then. Alles andere wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen hinten hinkommen, aber ich versuche das alles so gut wie es geht hinzubekommen. Dann habe ich mir was gegönnt und zwar ist es ein altgereifter Whisky und ich mag ja eigentlich von Benriach, muss ich sagen, mehr die alten Abfüllungen. Deswegen schaue ich immer, ob es da auch noch alte Abfüllungen gibt und den gab es noch. Der hat auch ein bisschen was gekostet, also war jetzt nicht so günstig, aber es ist auch ein 21-jähriger Whisky und zwar ist es der Benriach 21 Jahre Temporis. Oder? Heißt er doch so, Temporis, ja, da oben steht es. Temporis. Und er hatte auch eine interessante Reifung in Smoke with Highland Peat and Four Cask Matured in Bourbon Barrels, Virgin Oak, Oloroso und Pedro Jimenez. Und das ist ein Peated Benriach. So sieht die Flasche aus, so diese typische alte Flasche. Also das, was ich schon probieren konnte, muss ich sagen, echt lecker. Aber wie es bei altgereiften Whiskys oft ist, also ist mir oft schon aufgefallen, dass da die Zeit doch, also dass man den vielleicht doch länger, vielleicht eine halbe Stunde mal draußen stehen lassen sollte, bevor man ihn genießt, damit der, ja, mit Sauerstoff ein bisschen agieren kann und dass er dann oft noch besser wird oder dass, wenn der Flaschen
na, wenn der Stand da drin ein bisschen geringer wird, dass er dann auch noch meistens besser wird. Aber er war jetzt schon am Anfang schon sehr, sehr lecker. Aber mit 21-Jährigen, da muss man sich doch ein bisschen länger beschäftigen und nicht einfach mal schnell sippen. Das ist einfach so. Jo, Bob, schauen wir mal, ob wir da vorne noch einen Platz haben. Und zwar hier. Ben Riach 21 Temporis. Alrighty then. Hier drüben haben wir nicht mehr viel. Deswegen gehen wir da rüber. Und zwar mal wieder nach Irland. Den hatte ich, glaube ich, unter meinen Preis-Leistungs-Hits in dem Jahr. Das war der Writer's Tears Double Oak. So sieht er aus. Da gibt es sogar auch eine braune Verpackung. Was denn, welcher früher rauskam. Ist ein Irish Whisky, aber bei dem ist es jetzt spannend, da ist kein Grain dabei. Das ist ein Blend aus Single Malt Whisky und Single Pot Still Whisky. Und der hatte eine Reifung in American Oak und French Oak, wo Cognac vorher drin war. Und er hat 46 Volumenprozente und preislich war der auch echt, ich glaube, knapp 30 Euro, irgend sowas. Die Flaschen finde ich auch ziemlich cool bei Writer's Tears, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Einzige, dass sie in kein Regal passen, ist ein bisschen schlecht. Aber hebt sich eben ein bisschen ab von den anderen. So, gehen wir mal da hoch, dann sieht man den noch durchspitzen. Gut, so, schieben wir das mal rüber. So, so. Okay, machen wir das hier her, damit wir das ein bisschen ausgleichen. Genau. Und wir gehen nach Deutschland. Zu meinem, oh, Jesus, puh, meinem eigentlichen Whisky des Jahres. Allerdings war es bei den internationalen, bei den Welt Whiskys, das ist der Elch Whisky, Fassnummer 273 mit 57,2 Volumenprozenten, ein absolutes Gedicht. Dieser Whisky, ich blende euch oben das Video ein, in dem ich mit Michi bei Whisky und Fun diesen Whisky verkostet habe. Hatte eine Reifung 4,5 Jahre in Akazie und ein Jahr in PX Sherry. Also ein absolutes Träumchen, dieser Whisky. Kommt in der 0,5er Flasche, kostet glaube ich so 65 Euro, habe ich glaube ich bezahlt oder so. Ein Hammer Whisky, muss ich echt sagen. Oh. Puh. Muss hier die ganze Zeit hin und her rutschen. Ich habe es mir nicht ganz so gemütlich gemacht. Ja, egal. Weiter. Dann einen, den ich auch schon hatte im Video. Das ist der Paul John Bowild. Ein echt schöner Whisky, leicht rauchig, indischer Whisky, peated, 46 Volumenprozente. Bold heißt kühn, hat wunderschöne tropische Früchte und so einen schönen Rauch, ein bisschen so wie verbranntes Schilf. Echt lecker, also wer auf Rauch mag mit viel tropischen Früchten oder sowas, ist da wirklich gut bedient. Der Paul John Bowild Indian Single Malt Whisky. So. So. Alrighty then. Jetzt brauche ich nochmal einen Schluck vom Kaffee, der ist jetzt eh schon cold as ice. Good. Dann gehen wir in die USA. Das ist einer, ja, da hatte ich vorher noch gar nichts, muss ich sagen, von dieser, sagen wir, Distille, sei ja eine Marke. Und zwar ist es ein Rye Whisky, aber was mich bei dem hellhörig gemacht hat, das ist ein Rye Whisky mit 10 Jahren, was ja doch wirklich sehr selten vorkommt, dass ein Rye Whisky so lange Reifezeit hatte. Und ich fand auch die Flasche genial, hat mich super angefixt. Und zwar ist es der Templeton Rye, aged 10 years, mit 52 Volumenprozenten. Das ist auch die Single Barrel Version, also es kann sein, dass da jedes Fass ein bisschen anders schmeckt. Auf jeden Fall das, was ich da schon probiert habe, war echt lecker. Das war das Barrel 3069.
und wird hergestellt von MGP in India. Diese Templeton Whiskys, aber der ist echt genial und auch, wie ich sagte, ich finde dieses Flaschendesign auch echt ganz toll, passt wunderbar auf den Barwagen, also ganz tolle Sache. Hat mich angefixt auf jeden Fall. Ob wir das da vorbekommen. So, alright. Gut, dann gehen wir wieder nach Schottland und zwar zu, ja, wenn ihr meine Videos kennt, meine Lieblingsdistillery und zwar zu Loch Lomond. Und da habe ich einen von einem unabhängigen Abfüller Alba Import The Alba Trail from the Highland Region der Croft Tangaea. Das ist die stark rauchige Version von Loch Lomond Whiskys mit 12 Jahren und der hat eine Reifung in Refill Hogsheads. Die Farbe ist auch wirklich relativ hell. Ich finde manchmal diese Refill-Fässer ganz cool, weil sie diesen Brennereicharakter doch gut durchbringen. Und das ist bei dem auch der Fall. Also es ist auch sehr, ja, dieser typische Loch Lomond Rauch, auch so ein bisschen so in die Heidekraut-Richtung. Verbranntes Gras und so weiter und auch ein bisschen so, ja, tropische Früchte, aber auch das Holz kommt da gut durch. Also muss ich sagen, 46 Volumenprozente, ich glaube 60 € ungefähr hat er gekostet. Leckeres Teil, der Croft Tangaea, 12 Jahre von Loch Lomond, von The Alba Trail. So, dann. Da habe ich ja, ein Video gesehen gehabt vom Whisky Bubbler, weil der hatte da auch mal drei Loch Lomonds im Tasting oder so und da hat er von dem einen total geschwärmt und dann musste ich mir den einfach holen. Ich glaube, mittlerweile gibt es den gar nicht mehr. Das ist auch Original Loch Lomond, ein Single Cask mit 53,2 Volumenprozenten, First Fill Oloroso Butt. Und auch rauchig peated. So sieht die Flasche aus. Das waren noch die alten Designs, sage ich mal. Mittlerweile gibt es ja halt auch neue Designs von Loch Lomond. Aber ja, da freue ich mich schon riesig drauf, weil ja, Loch Lomond ist einfach genial und hatte bis jetzt noch nichts, was mich enttäuscht hat. Der Loch Lomond Non-Chill-Filtered Cask Strength First Fill Oloroso Butt Single Cask 53,2 Volumenprozenten. Jo, da ist er. So, dann kriegt man den auch nach vorne. Ja, genau. Gut, dann haben wir nicht mehr viele. Ich glaube, ja, 8 Whiskys haben wir noch. Und ja, ich würde sagen, wir greifen nach links und wir sind noch mal in Irland. Den wollte ich auch unbedingt mir holen, weil da wirklich viel, viel Positives war. Endlich mal ein Bushmills in Fassstärke und ich auch die Reifung da spannend fand. Das ist ein Bushmills von der Causeway Collection Irish Single Malt Whisky finished in Cuvée Casks. Und der hatte eine Reifung in Oloroso Sherry und Bourbon. Und dann in Cuvée-Casks, die vorher so einen Schaumwein enthielten, also Sekt, also ganz spannende Sache. Und auch Fassstärke hat, wie viel? 54,8 Volumenprozente. So sieht er aus. Und was auch toll ist, nicht gefärbt und nicht kühl filtriert. Also nicht gefärbt steht hier gar nicht, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass der auch nicht gefärbt ist. Bei der Stärke braucht man das nun wirklich nicht machen. Ist auf jeden Fall ein tolles Teil. Kann ich empfehlen. Preislich glaube ich so 70 € irgend sowas. Aber wer mal einen fast starken Bushmills will, das sind ja momentan mehrere rausgekommen. Ich glaube noch einen mit diesem Banjul-Fass und noch Chipilé oder so ähnlich. Der dann aber glaube ich schon über 100 € kostet oder knapp unter. Aber der war echt gut. Ich glaube, der Beginn von der Causeway Collection war, glaube ich, der mit Cognac oder sowas. Aber der echt schön. So, starten wir das hierher. Gut.
Dann gehen wir rüber und das letzte Mal für heute in die USA. Da habe ich auch einen Schnapperer gemacht. Das ist der Wild Turkey Kentucky Straight Bourbon Non-Chill Filtered. Der normale ist der kühl gefiltert und der nicht. Barrel Proof mit 58,4 Volumenprozenten in der 1 Liter Flasche. Der ist bestimmt gewesen für den Travel Exclusive. Also nur Reise. Und ich habe ihn tatsächlich im Reise, ja, auf meiner Reise bekommen, und zwar im Duty Free Laden in der Dominikanischen Republik. Hier kostet er, glaube ich, so an die 60 Euro. Ich weiß gar nicht, ob es ihn momentan gibt oder sogar über 60 Euro. Ich habe für den Kollegen dort 40 Euro bezahlt, umgerechnet. Ich glaube 42 US-Dollar. Also das ist wirklich ein sehr, sehr toller Whisky, und also auch preislich war das echt genial für einen Liter. Tolles Teil. Mir gefallen beide. Mir gefällt der normale Rare Breed gut, aber der bringt noch ein bisschen andere Aromen mit. Ein bisschen so in die Richtung von so Booker's oder Elijah Craig, wenn ihr kennt. So in die Richtung. Deswegen, ja. Tolles Teil, der Wild Turkey Rare Breed Non-Chill Filtered Barrel Proof. Mal den davor packen. So. Gut. Alrighty then. Dann gehen wir nach links. Und ja, den wollte ich mir unbedingt holen. Da habe ich auch ein bisschen tiefer ins Portemonnaie gegriffen. Vom Brühler Whisky House, die haben da so eine Serie rausgebracht, The Tasteful Eight. Gab es mehrere verschiedene Abfüllungen, aber mir hat es persönlich der Highland Park angetan. Das steht zwar nicht da, Distilled on Orkney Isle, Secret Orkney, aber das ist eigentlich so gut wie immer Highland Park. Ein 17-Jähriger mit 57,3 Volumenprozenten und Oloroso Sherry Cask Matured. So sieht die Flasche aus. Ja, und da kann man dann vielleicht auch mal ein bisschen mehr zahlen. Ich habe da auch noch nichts aufgemacht, also da freue ich mich schon drauf. Highland Park mag ich ja doch auch sehr, sehr gerne. Bin gespannt. The Tasteful Eight Secret Orkney Sherry Cask Strength Highland Park. Yo, dann, ja, ich glaube, der Rest ist nur noch Schotte, aber einen Deutschen habe ich noch. Den wollte ich mir auch holen, weil ich mir da, ist schon länger her, da hatte ich auch mal ein Sample davon, von dem Elsburn Sherry Cask Distillery Edition, und da kam jetzt eine neue raus von 2022. Und die habe ich mir jetzt mal geholt, weil manchmal mag ich Elsburn wirklich gerne, dieses Überladene. Und die Distillery Edition war eigentlich bis jetzt immer sehr, sehr lecker. Und deswegen habe ich mir da die Flasche gekauft, auch eine wunderschöne Farbe. Wie gesagt, Elsburn ist immer hart an der Grenze manchmal zum Überladenen, aber manchmal mag ich es. Also gerade so auch, wie ich schon mal vorhin erzählt, in der kalten Winterzeit und so, da finde ich diese Sherry-Bomben schon echt sehr, sehr geil. Der Elsburn Sherry Cask, The Distillery Edition. So, den, da passt nicht mehr hin, den stelle ich dahinter. So, okay. Dann die letzten vier. Ein Highlander, den es leider nicht mehr zu kaufen gibt. Und zwar ist es aus der Destillerie Edrandauer, ein Balechin, 13 Jahre, Second Fill Bordeaux Hogshead Matured. Der war damals exklusiv für Whisky.de. Habe ich noch eine Flasche bekommen. So sieht's aus. Der ist jetzt zum Beispiel auch nicht so dunkel, weil er aus dem Second Fill Bordeaux Hogshead gereift ist. Aber ich finde, dadurch kommt der Brennereicharakter auch noch super durch und es ist auch nicht so extrem überladen. Ja? Also ich finde, da ist eine super Mischung aus diesem Rotwein und dem Brennereicharakter von Edradauer, also von den Rauchigen von Edradauer, Balechin. Schönes Teil,
Fassstärke 55,7 Volumenprozenten. Ja. Sehr, sehr schön. Schade, dass es ihn nicht mehr gibt. Aber das davor, dass alles runterfliegt jetzt. Geht noch. Bin noch da. Gut. Dann, na, bleib mal rechts, weil am Schluss kommt eine Destille und da beende ich es dann. Auf jeden Fall kommt jetzt einer, da wusste ich vorher zum Beispiel gar nichts, da habe ich irgendwann, ich weiß gar nicht von wem es war, irgendein Review gesehen von McNeil's Choice, dem unabhängigen Abfüller. Ich glaube, da ging es um diesen Oak and Tar oder wie der hieß, auch in Banjul-Fässern, soweit ich weiß, stark rauchig. Und da habe ich mich dann mal auf diese Seite begeben und ich habe einen Whisky entdeckt, den ich einfach kaufen musste. Es ist zwar nur ein 6-jähriger Blended Malt Whisky, aber was mich bei dem angefixt hat, das ist Natural Color Non-Chill Filtered, heißt Isla Clash. Und hier steht drauf, eine für ihre Komitee-Abfüllungen bekannte Brennerei wurde hier mit einem Secret Isla vereint, der 21 Monate im Oloroso Cask nachreifen durfte. Also kann man davon ausgehen, dass hier Artback drin ist. Wie viel Artback drin ist, weiß man nicht. Und mit Secret Isla ist auch ziemlich sicher, dass es entweder Cold Isla oder Bonner Heaven ist. Aber das musste ich einfach haben, weil ich Artback auch wirklich sehr, sehr gerne habe. Und auch Cold Isla oder Bonner Heaven. Und ja, hat 53,4 Volumenprozente. So sieht die Flasche aus. Da, ja, als alter Pete-Fan freue ich mich da riesig drauf. Mal das noch da vor. Ah, genau, kriegen wir noch hin. Gut, dann zum Abschluss. Ich hoffe, dass ich keinen vergessen habe. Ne, das ist jetzt alles da. Ich kann ja kaum mehr durchschauen. Ist es die Destillerie Tobermory, die ich wirklich sehr, sehr gerne habe. Die nicht-rauchigen und auch die rauchigen. Und die letzten zwei sind rauchige Whiskys. Und zwar füllen sie die ja unter Legic ab, aber das, den ich jetzt hier habe, das ist ein Murray McDavid, unabhängiger Abfüller, Single Malt Scotch Whisky Safe Haven, gereift in Bourbon Hogsheads und Finish in Jimenez Spinola PX Fässern mit 50 Volumenprozenten. So schaut die Box aus. Mir persönlich haben ja diese alten Verpackungen von Murray McDavid besser gefallen als jetzt die neuen. Das neue Design mit diesen Pappkartons gefällt mir nicht so. Ich fand das wesentlich schöner. Auf jeden Fall, Safe Haven heißt übersetzt sicherer Hafen und im Gälischen heißt das Legic. Deswegen ist das hier sicher, dass das ein Legic ist mit 6 Jahren Bourbon-Reifung, Finish in Pedro Jimenez Spinola Fässern. So sieht die Flasche aus. Ein wirklich super stark rauchiger Legic mit diesem typischen Kuhstall habe ich immer bei Legic. Ja. Also wer Rauch nicht mag, der ist hier auf jeden Fall komplett an der falschen Adresse. Der hat schon ordentlich Bums und Rauch. Aber echt sehr, sehr lecker. Dezent kommt dann der Pedro Jimenez dazu. Ein wunderschönes Teil. Weiß gar nicht, ob es sie noch gibt. Ich glaube, da gibt es sogar noch eine andere Version, die jetzt sogar noch mehr Alkoholprozente hat. Müsst ihr mal gucken. Ja, aber ich weiß es nicht hundertprozentig. So, stellen wir den daher. Ja, und der letzte, den habe ich zu Weihnachten bekommen, weil ich mir den gewünscht habe. Und zwar handelt es sich um den Legic, 18 Jahre alt. Und ich wollte unbedingt den noch haben in dieser wunderschönen Holzbox. Und das ist der hier, der Freund, Legic. 18 Jahre auch. So sieht die Flasche aus. Hauen wir sie mal kurz raus. Das ist dann immer oft schwer, die wieder reinzubringen. Eine tolle, tolle Farbe. Sehr, sehr schön. Da freue ich mich auch schon sehr, oh Gott, das mit reinzubringen, das ist echt nicht so einfach. Egal, mache ich später. Ist jetzt nicht so wichtig. Auf jeden Fall der letzte im Bunde, der Legic, 18 Jahre im Sherryfass gereift. Ich glaube, oder? Ist das noch ein Finish gewesen?
Hopp, 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 hopp. Nee, ist ein Finish. Aber eins, was drauf gedrückt hat, denke ich mal. So, hier ist er. Ich stelle ihn dahinter. So. Ja, meine Lieben. Das war's jetzt erstmal. Ich hoffe, ihr hattet noch Spaß hier mit diesem kleinen Barfach von mir. Wie schon vorhin erwähnt, ich werde jetzt erstmal eine Pause machen mit meinem Whisky Space Kanal. Und ja, ich habe ja viele Freunde, viele, viele nette Menschen jetzt schon hier kennengelernt. Da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar und man wird ja auch in Kontakt bleiben, das ist Fakt. Aber allgemein werde ich jetzt da erstmal pausieren, was die Videos angeht und seht es mir nach, wenn ich nicht gleich immer kommentiere oder wenn das jetzt erstmal wegfällt, weil es ist momentan echt viel bei mir los. Ich versuche mein Bestes, ja, versprechen kann ich nichts, aber mein Ziel ist auf jeden Fall wieder zurückzukommen. Wie lange es dauern wird, wie gesagt, weiß ich noch nicht. Jetzt muss erstmal alles ins Rollen kommen, die ganze mit meinem Neustart, mit neuem Beruf dann und so weiter und so fort, dann beim Theater etc. pp. Ja, da bleibt einfach keine Zeit und man will sich ja doch auch Zeit nehmen, gerade für Whisky und ich auch für euch, dass ich hier nicht auf die Schnelle irgendeine Rütze da, ja, ohne Spaß, ohne nix, das ist Quatsch. Also ich will da schon voll dabei sein und euch dann auch tolle Reviews rüberbringen. Und wenn da eben dann die Zeit fehlt einfach und dann geht es halt einfach nicht. Deswegen seht es mir nach. Jetzt erstmal fokussieren auf alles, was jetzt hier nebenher eben bei mir so los ist. Da muss ich 100% geben. Und wenn dann da alles wieder in ruhigeren Bahnen läuft, dann freue ich mich auf jeden Fall wieder hier zurückzukommen. Und ja, ihr erfahrt es ja auf jeden Fall, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ich dann wieder da bin, wenn es dann wieder losgeht. Ja, ich danke euch auf jeden Fall schon an dieser Stelle für, ja, es sind jetzt echt schon fast 2 Jahre, die ich dabei bin, für die tolle Zeit, für alle lieben, lieben Menschen, die ich jetzt schon hier kennenlernen durfte. Ich möchte jetzt auch nicht alle speziell in lieben Andy, in Whisky Häcksler, in Stevie, Steverino, The Whisky Dog, in Michael, in Whisky Nerd und so weiter und so fort, der Ansgar und was weiß ich. Es sind so viele liebe, liebe, nette Menschen, die ich da kennenlernen durfte bis jetzt. Und klar, es fällt mir auch ein bisschen schwer, jetzt hier aufzuhören erstmal. Aber wie gesagt, ich will da voll dabei sein. Voll mit euch dabei sein und wenn es eben nicht geht, dann muss man eben erstmal einen Break machen und so sieht es jetzt eben aus. Das ist Fakt. Und auch der liebe Olli von Wasser und Malz darf ich auf jeden Fall auf keinen Fall vergessen. Auch, ja, liebe Grüße auch an dich und alle, die ich jetzt nicht aufgezählt habe, seht es mir nach. Also, ihr wisst, wen ich meine und ihr wisst, wie gerne ich das Ganze mache und gemacht habe bis jetzt, aber jetzt hat eben anderes einfach Priorität. Und dann, wenn es soweit ist, bin ich wieder hundertprozentig da. Auf jeden Fall wünsche ich euch alles, alles Liebe, auch euch Abonnenten. Ich freue mich riesig, dass ich jetzt doch so viel bekommen habe und freue mich natürlich, wenn es noch mehr werden. Aber klar, jetzt ist erstmal ein Break drin, aber ja. Ich werde es euch auf jeden Fall mitteilen, wenn ich dann wieder dabei bin. Und dann wünsche ich euch alles, alles Liebe. Gibt ja genug andere wunderschöne Whisky-Tuber, wo ihr reinschauen könnt. Also da mangelt es ja nun wirklich nicht. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch ja nochmal alles Liebe. Kann es gar nicht, ihr seht, ich will gar nicht mehr aufhören. Und dann, wenn ich wieder voll dabei bin oder was ich hoffe, dass ich dann auch wieder zurückkomme. Aber wie gesagt, ich kann noch nicht sagen, wie lange das dauern wird. Alrighty then, dann macht's gut. Bis bald, meine Lieben. Haut rein, bleibt gesund und bis irgendwann dann.
in der Zukunft hier wieder bei Whisky Space. Tschüssi. Ciao, ciao.